Literatur auf Reisen. Die Bibliothek des Bundesgymnasiums Sickirchen zieht um. Die Schüler werden in diesen Prozess mit eingebunden, und zwar durch eine Schülerkette. Jede Schulstunde übernimmt eine neue Gruppe diese Aufgabe. Ist das schwere Literatur, was ihr da transportiert? Nein, nicht so. Wie viele von den Büchern hast du gelesen, die du schon angegriffen hast? Halt? Null. Wieso habt ihr euch da so ein Lager aufgebaut? Man muss nicht die ganze Stunde lang stehen, es ist viel gemütlicher. Und wie viel waren es bisher? Wie viele Bücher? Über 300. Wie viele Bücher haben wir? 978. 1000! Bei so vielen Büchern braucht es natürlich die Unterstützung von vielen Helfern. Den Anfang der Kette übernehmen die Bibliothekshelfer, welche die Bücher an die Kette aushändigen. Es gibt verschiedene Bibliothekaren, die Schüler sind oder auch Praktikantinnen von den Lehrern. Die helfen, die Bücher auszuleihen für die Schüler. Und die helfen heute, die Bücher am Anfang der Kette den Schülern zu übergeben, damit sie sie rauftransportieren können. Die Schüler geben das Buch von Hand zu Hand zu Hand, so wie früher bei der Feuerwehr das Wasser. Grund für den Umzug der Bibliothek ist der Umbau der Schule. Dieser wird zurzeit erweitert, damit bald keine Containerklassen mehr notwendig sind. Die Umbauarbeiten sollen auch diesen Herbst abgeschlossen sein und der neue Teil der Schule bereits zum Start des Schuljahres 2014/15 eröffnet werden.